Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über Themen rund um den Nachwuchsfußball, sowohl in der Breite als auch in der Spitze. Und heute sind wir mal wieder in der Spitze unterwegs, nämlich beim DFB Talentförderprogramm. Und mir sitzt nicht der Sakko, wie sonst jede Woche gegenüber, sondern der Damir. Damir, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich weiß nicht, ob du einen Präsentkorb vorbereitet hast, weil ich habe gehört, beim dritten Mal bekommt man einen Präsentkorb. Ich darf ja schon zum dritten Mal da sein. Deswegen danke, dass ich erneut kommen durfte. So weit sind wir noch nicht, so groß sind wir noch nicht. Präsentkörbe gibt es beim DFB bestimmt zu Genüge, könnte ich mir vorstellen. Für alle, die dich nicht kennen, Damir Dugancic, sportlicher Leiter des DFB-Talentförderprogramms. Und du hast es ja gerade schon anklingen lassen. Du warst schon zweimal hier, einmal zusammen mit Berthold Bisselig in einem Dreiergespräch, das wir geführt hatten. Und schon vor gefühlt 10 Jahren in einer der ersten Folgen auch schon mal, verlinke ich beide Sachen. Und auch sonst dein Profil bei LinkedIn und was man sonst über dich findet, kommt auch alles in die Shownotes. Wir haben uns heute zu einem ganz bestimmten Thema getroffen, beziehungsweise wollen darüber sprechen. Denn ich glaube, im Laufe der letzten Woche ist es aufgeploppt, nämlich ein Sportschau-Artikel über die Schließung diverser DFB-Stützpunkte. Und ich möchte einfach nur die ersten zwei Sätze des DFB nicht des DFB, des ARD bzw. Sportschau-Artikels vorlesen. Der Deutsche Fußballbund schließt einen Teil seiner Stützpunkte und will die Talentförderung verstärkt in die Ballungsräume verlagern. Auf dem Land regt sich Widerstand. Damir, schaff mal Klarheit bitte, was ist passiert und warum regt sich Widerstand auf dem Land? Ja, vereinfacht gesagt ist es, tatsächlich versuchen wir, Dinge zu optimieren. Und das Gute ist, ich glaube, das ist nicht nur eine Sache, die wir punktuell machen oder sagen, jetzt ist mal ein Zeitpunkt, dies zu tun, sondern ein genereller Auftrag. Und das ist nicht eine Sache des DFB, sondern ich glaube, von jedem, der sich mit einer Aufgabe beschäftigt, für sich klar zu machen, sind die Dinge, die wir tun, noch richtig und passen die? Oder, und es ist wichtig, wenn es zu verändern gibt, dann nicht, damit man einfach sagen kann, wir machen was anders, sondern es soll besser sein als vorher. Und die Frage ist, für wen besser? In erster Linie für die Talente, die wir fördern möchten. Das ist so die Perspektive, die wir einnehmen. Deswegen haben wir uns seit ein paar Jahren darauf fokussiert, weil tatsächlich wir gar nicht so lange leider belastbares Zahlenmaterial haben, im Sinne von, über wen reden wir eigentlich und wie viele Kinder spielen in Deutschland tatsächlich Fußball. Und haben uns dann Fußball Deutschland angeschaut und geguckt, wie viele Kinder gibt es, die mindestens einen Einsatz in einer Saison haben, um sagen zu können, okay, wie groß ist denn die Gesamtheit in Deutschland? Und die positive Nachricht, ich glaube, das ist wichtig, auch mal zu verstehen, wenn man auch immer in andere Länder schaut. Meines Erachtens gibt es in Deutschland nicht die Frage, ob wir genügend Talente haben, sondern die haben wir auf jeden Fall. Die Frage ist dann am Ende nur, ob wir die richtigen fördern und wie wir sie fördern. Also da braucht man sich nicht verstecken vor anderen Nationen, sind ausreichend da. Vielleicht mal als Hausnummer, um eine grobe Richtung zu haben, wenn wir im D-Junioren-Bereich eines Jahrgangs sprechen, haben wir ca. 100.000 Kinder eines Jahrgangs, in dem Fall Jungs, nochmal um die 10.000 Mädels. Und das ist der Gesamtpool an spielenden Kindern eines Jahrgangs. Und dann kann man sich darüber streiten, wie viel Prozent kann man so grob als förderungswürdig ansehen. Ist sehr unterschiedlich in der Literatur, auch in der sportwissenschaftlichen Literatur. Wir haben uns dazu entschlossen, im Austausch auch mit vielen anderen Bereichen, auch vor allem den sportwissenschaftlichen, ganz grob die 3,5% anzunehmen. Im Sinne von, wenn man eine Grundgesamtheit nimmt und sich anschaut, und das ist schön, Fußball ist relativ normal verteilt, weil es eine Sportart ist, im Gegensatz vielleicht zu Hockey, welche sehr spezifisch ist bei der Frage, wer trainiert dort, hast du im Fußball eigentlich die gesamte Bandbreite, zu sagen, okay, wer wäre da förderungswürdig? Und da ist es mir nochmal wichtig zu sagen, uns geht es nicht um die Frage, stimmt die Nachkommastelle? Die ist wichtig bei der Baufinanzierung, da macht es viel aus. Uns interessiert eher die Frage, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht? Und dann kommt
Eine Aussage, die ich tatsächlich auch bestätigen kann aus dem Sportschau-Artikel, nämlich es gibt Ungleichgewichte bei der Frage, wie viel wir fördern. Es gibt Gebiete, da würde man sagen, da fördern wir eigentlich zu viele Spieler im Sinne eines Talentbegriffs und in anderen Regionen fördern wir zu wenige. Und das ist fast schon eine klassische Stadt-Land-Diskussion. Also tendenziell hast du in Ballungsgebieten, förderst du zu wenig Spieler. Da müsstest du wissen, eigentlich gibt es ja noch Talente, die haben gar nicht die Möglichkeit, gefördert zu werden. Und in anderen Gebieten sagst du, okay, da sind sehr, sehr viele Kinder, die hoffen wir, dass die auch dem Fußball erhalten bleiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es aber im Fußball weitergeht aus Leistungssportperspektive, ist eher geringer einzuschätzen. Und dieses Ungleichgewicht, und das ist tatsächlich die Frage der Gerechtigkeit auf beiden Seiten, dem möchten wir entgegenkommen, teilweise durch Veränderung von Trainerstellen an Stützpunkten. Das ist so die einfachste Form, wo du Stützpunkte hast. Dann arbeitest du vielleicht dort nicht mit drei, sondern nur mit zwei Trainern, weil es auch einen geringeren Pool gab, in anderen vielleicht mit mehr Trainern. Und dann gibt es Gebiete, da funktioniert diese grundlegende Systematik nicht mehr. Und dann gehen wir einen Schritt weiter und möchten am Ende auch ein maßgeschneidertes Talentförderprogramm für jede Region entwickeln. Das ist das Schöne in Deutschland. Du kannst nicht alle über einen Kamm scheren, das ist auch gut so. Du kannst nicht Brandenburg mit Hamburg oder Berlin oder mit Bayern oder mit Nordrhein-Westfalen gleichsetzen, sondern muss sehr genau schauen, wie sind die Gegebenheiten vor Ort und welche Möglichkeit der Förderung gibt es. Deswegen bleibt die Grundannahme, wir möchten jedem Talent die Chance geben, entdeckt zu werden und gefördert zu werden, aber die Maßnahmen sind sehr unterschiedlich. Und in dem speziellen Fall in Brandenburg, in der Uckermark, sehr interessantes Gebiet, weil du einen großen Flächenstaat hast, Flächenland, aber Ballungszentrum mit Berlin und Ballungsgebiet und für die Größendimensionen. Berlin hat 3,5 Millionen Einwohner mit Einzugsgebiet drumherum, knapp 5 Millionen. Die Uckermark hat 134.000 Einwohner. Und die Frage ist, ob das System von Stützpunkten, bei denen Kinder dann irgendwo hinfahren und dort zusätzlich trainieren, ob das richtig ist oder ob man andere Wege gehen kann. Und für die Uckermark haben wir gesagt, da möchten wir andere Wege gehen, weil dort hast du ein relativ großes Flächengebiet, die Kinder müssten viel fahren und wäre es nicht viel sinnvoller, dass wir zu den Kindern kommen und nicht die zu uns, also gehen in die Vereine rein und in der Uckermark beispielsweise hast du eine besondere Konstellation. Dort sind nahezu alle Spieler schon bei zwei Vereinen. Dort gibt es nur zwei Vereine, die ambitioniert, leistungsorientiert trainieren und entwickeln und unabhängig von allen Fördersystemen ist natürliche Fluktuation der Kinder gehen, dass sie dorthin gehen. Und dann war unser Anliegen zu sagen, wir gehen in die Vereine, machen dort Vereinsprojekt und jetzt kommt das Wichtige noch mit zusätzlichen Maßnahmen des Landesverbandes, der den Weg voll mitgegangen ist. Das heißt, wir hätten dort Sichter gehabt, wir hätten Lehrgangssystem gehabt, wir hätten eine Vereinsentwicklung gehabt. Und dann praktisch ein total ausgeklügeltes System für diese spezielle Region. Und so gehen wir deutschlandweit vor, setzen uns mit allen an einen Tisch. Also wir durften in den letzten 1,5 Jahren eine schöne Rundreise durch Deutschland machen, waren bei allen Landesverbänden, saßen dort mit den ganzen Verbänden an einem Tisch und haben uns überlegt, für welche Region ist was sinnvoll. Das heißt, wenn da steht, der DFB schließt die Stützpunkte, ist es nur der erste Teil des Satzes. Der zweite wird leider nicht erwähnt, beziehungsweise im Sportschau-Artikel kam der dann weiter unten, nämlich wir machen stattdessen etwas anderes. Und dann möchte ich jeden ermutigen, wir diskutieren sehr viel im Konjunktiv. Also was wäre, wenn? Ich bin großer Freund davon, Dinge ausprobieren und danach sagen zu können, war dies richtig, war dies nicht richtig, was muss man vielleicht anpassen und ändern? Und danach über die Erfahrungswerte auszutauschen. Also sorry, es war eine sehr lange Antwort auf eine Frage, aber ich glaube, es war nochmal wichtig, so dieses Grundverständnis darzulegen. Okay, für mein Verständnis bedeutet das, die Schließung dieser 10 Stützpunkte in dem Landesverband sind quasi ein erster Teil dieser Reform. Und diese Reform wird sich jetzt in den unterschiedlichen Teilen Deutschlands in unterschiedlicher Art und Weise bemerkbar machen. Ganz genau, ganz genau. Also wichtig ist beispielsweise die Gesamtsumme in Brandenburg, die wir investieren im Bereich des Talentförderprogramms, ist gleich. Also es ist nicht weniger Geld, sondern genauso viel. Wir setzen es nur anders ein, zielgerichteter, weil ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Problem, nicht nur im Fußball, sondern in vielen anderen Bereichen. Es ist so ein Silo-Denken, beziehungsweise ein Parallelbetrieb, anstatt zu schauen, was könnten wir denn gemeinsam machen. Es gibt viele
einzelne Punkte, bei denen wäre es sinnvoll zu schauen, wie kriegst du das zusammen? Also Förderung von Spielern durch zusätzliches Training plus Ausbildung von Trainern, weil am Ende musst du ja sagen, es ist schön, wenn wir Spieler fördern durch ein zusätzliches Training, aber es wird nur sinnvoll sein, wenn sie auch gutes Training im Verein bekommen, weil dort sind sie häufiger. Und im besten Fall nur noch ein gutes Wettkampfsystem, das auch nochmal zusätzlich zur Bildung beiträgt, zur Ausbildung. Und wenn dies alles sinnvoll ineinander greift, dann wird es ein Schritt nach vorne. Und dementsprechend können Anpassungen unterschiedlich aussehen, je nach Region, wo wir dann sind. Kannst du da schon einen kleinen Ausblick geben, was da sonst noch so in der Schublade steckt? Ja, prinzipiell die Dinge, die wir schon anberaumt haben. Mancherorts ist es eine Verschiebung von Stützpunkten. Also wir sind jetzt, gehen stärker in Ballungszentren. Wir haben Stützpunkte eröffnet in Stuttgart, in Köln, in Düsseldorf, in München, jetzt zur neuen Saison in Berlin. Und zur ganzen Wahrheit gehört auch dazu, andernorts sind es dann weniger Stützpunkte. Also im Saarland waren wir dann von 6 auf 5 Stützpunkte. Also ein weniger, aber jetzt kannst du sagen, im Saarland kann dies durchaus sinnvoll sein, weil du fährst nur 20 Minuten überall hin und bist dann dort. In anderen Gebieten kannst du dies nicht machen. Und dann sind es andere Maßnahmen, beispielsweise durch Trainer, die sich vornehmlich auf das Scouting und auf das Sichten und das an den Austausch mit den Vereinstrainern intensivieren. In anderen Bereichen in Sachsen-Anhalt haben wir beispielsweise ein Lehrgangssystem eingeführt. Dort kommen Spieler seltener zusammen, aber dafür nicht zu einer Trainingseinheit, sondern zu 3 Tageslehrgängen mit Übernachtung. Und dort kannst du sehr intensiv mit denen zusammenarbeiten. Der Landesverband hat dies ergänzt durch extra Spielrunden für diese Spieler, indem sie dann im Saisonkalender Wochenenden frei gehalten haben, bei denen dann extra nochmal gespielt werden kann. Also deswegen sieht es nach Landesverband oder nach Region höchst unterschiedlich aus. Und das Interessante ist, sogar nicht nur zwischen den Landesverbänden unterschiedlich, sondern auch innerhalb eines Landesverbandes. Und da bleibe ich bei dem Beispiel Brandenburg. Das Land ist so heterogen. Also du hast Berlin in der Mitte, drumherum ein großes Einzugsgebiet. Und je nachdem, wo du dann hinfährst, sieht es nochmal komplett anders aus. Und deswegen müssen es auch unterschiedliche Maßnahmen sein. Erster Gedanke, der mir gekommen ist, als ich das gelesen habe, das Argument, was ja auch irgendwie stimmig ist, wenn man jetzt rein von den Zahlen ausgeht, ist ja, in den Ballungsräumen gibt es ja tendenziell mehr, gibt es ja schon mehr homogene, also vom Leistungsniveau homogene Teams, beziehungsweise auch Förderinstitutionen. Und ich spreche jetzt gar nicht zwangsläufig von den NLZs, sondern eben von diesen so ein bisschen drunter. Heißt, ich habe ja eigentlich schon eine höhere Dichte an Fördermöglichkeiten für mehr Spieler. Und genau dort, wo du jetzt gerade gesagt hast, wo ihr sie wegnehmt, dort habe ich ganz oft diese Fördermöglichkeiten, bis auf vielleicht ein, zwei Vereine nicht. Also klassisches Beispiel, das eine Kind vom Dorf, das in der F- und der E-Jugend 70 Buden macht, weil halt und ringsrum ist nichts anderes, wo er irgendwie ordentlich kicken kann, dem fällt der Stützpunkt weg, weil der halt, weiß ich nicht, dummerweise so liegt, dass er jetzt 80 Kilometer fahren muss zum nächsten Stützpunkttraining. Halb richtig, weil im Augenblick ist es so, dann hätte dieses Kind einmal ein zusätzliches Training am Stützpunkt mit im Augenblick aber Mitspielern, die aus dem, in der Regel aus dem gleichen Vereinsumfeld stammen. Also der Unterschied, wenn du so willst, ist eigentlich nur der Trainer an dem Montag zum zusätzlichen Training, weil die Homogenität schaffst du auch nicht durch die Mitspieler drumherum für den einen, weil das in der Regel die gleichen sind aus dem Verein. Also der Mehrwert dieses zusätzlichen Trainings kannst du in Frage stellen. Beziehungsweise müsst dann anders vorgehen, zu sagen, okay, schaffst du es, auf der einen Seite diesem einen Talent, diesem einen Kind ein Umfeld zu geben, bei dem das Leistungsniveau höher ist. Das wäre dann beispielsweise ein Lehrgangssystem. Also du kommst seltener zusammen, aber dafür intensiver und holst Spieler zusammen, die ein ähnlich hohes Leistungsniveau haben, um ähnlich gefördert und vor allem gefordert zu werden. Und der zweite Punkt ist, und der ist eminent wichtig, wie schaffst du es, dass auch in dem Verein dieser Spieler gefördert werden kann? Auf der einen Seite durch eine Entwicklung des Trainers vor Ort. Also hilf ihm, nochmal differenziertes Training vielleicht im Verein anbieten zu können. Also mach so eine Ausbildung on the job für ihn.
macht dadurch auch nicht nur die eine Maßnahme am Montag besser, sondern alles zwischen Dienstag und Sonntag. Schafft beispielsweise ein Wettkampfsystem, bei dem am Wochenende das auch leichter ist, dass der eine Spieler nicht gegen eine Mannschaft spielt, bei dem er allein 15 Buden schießt, sondern vielleicht auch auf eine Abwehr stößt, die plötzlich Paroli bietet. Und genau, das, also das war die perfekte Herleitung dessen, warum es sinnvoll ist, anders zu arbeiten. Weil im Augenblick die Maßnahme ist okay, aber ich möchte mehr als okay. Ich möchte es, dass es besser ist als vorher. Mindestens auf dem Gut, wenn nicht sogar sehr gut. Und deswegen musst du dort anders arbeiten als in anderen Bereichen. Gibt es für diese Reform, gibt es da irgendeine Zeitleiste, die ihr euch gegeben habt? Also bis da und da ist es fertig, das Ganze. Natürlich ist es nie fertig, Genau. ist mir schon klar, aber wo ihr sagt, okay, da haben wir jetzt in jedem Bundesland zumindest oder in jedem Stützpunktgebiet haben wir mindestens eine Maßnahme unternommen. Nein, wir haben keine Zeitachse dafür, weil es mir wichtig ist, ich möchte es nicht an Deadlines festmachen, das Ganze. Also ich hätte lieber eine Maßnahme oder eine Umsetzung, bei der alle Beteiligten sagen, das ist sinnvoll und wir tragen das gemeinsam, weil am Ende müssen das alle auch gemeinsam tragen und entscheidend sind die handelnden Personen vor Ort. Und dann drehen wir lieber eine Runde mehr und leisten Überzeugungsarbeit, anstatt dass du was umsetzt und aber nicht die Unterstützung vor Ort hast. Der Prozess als solcher hat 2022 begonnen. Wir waren da, also Sachsen-Anhalt waren die ersten, mit denen wir uns an den Tisch gesetzt haben und auch recht zügig dann umsetzen konnten. Und jetzt nach 1,5 Jahren dort ein sehr, sehr positives Fazit gezogen wird und alle Beteiligten sagen, es war genau der richtige Schritt und gut, dass wir es, oder eigentlich sagen sie, warum haben wir es nicht vorher schon gemacht? Deswegen, und den Prozess machen wir überall. Und es gibt auch unterschiedliche Geschwindigkeiten, weil auch die Gegebenheiten natürlich vor Ort unterschiedlich sind. Und deswegen geht es mir am Ende darum, einen breiten Konsens zu finden, der von allen getragen wird, ohne zu sagen, es gibt jetzt ein Datum, da muss es etwas sein. Es soll nachhaltig sein, Bestand haben und wir versuchen dann auch alle mitzunehmen bei dem Prozess. Und wie du sagst, es ist ja nie abgeschlossen. Auch, und das ist mir wichtig, ein Hauptargument ist immer, aber das haben wir doch immer schon so gemacht. Aber die Welt ist ein bisschen eine andere. Vor 22 Jahren. Ich glaube, das merkt ihr ja auch, wenn ihr in Vereine reingeht und andere Trainermodelle vorschlagt, weil die Zeiten sich verändert haben in den letzten 20 Jahren. Gut, wenn es trotzdem läuft, aber dort, wo es nicht läuft, muss man vielleicht andere Wege gehen, mutig sein und die ausprobieren. Und genau den Prozess versuchen wir auch. Vielleicht im anderen Rahmen, bisschen größer, aber kann nur appellieren, mitzumachen und danach können wir uns gerne austauschen und sagen, okay, warum war das sehr gut? Möchten wir es fortführen? Warum war es schlecht? Was muss man ändern? Oder es war gut, aber es geht noch besser. Wie muss man das adaptieren? Jetzt hast du angesprochen, dass es teilweise die Maßnahme gibt, zu sagen, okay, man möchte die Trainingsqualität von Dienstag bis Sonntag sozusagen erhöhen. Das ist ja jetzt per Definition nicht die Kompetenz des DFB-Talentförderprogramms, sondern dann Genau. gehen wir jetzt ja rein in diese Thematik Trainerausbildung, Trainerfortbildung auch. Kannst du mal beschreiben, also wie das dann intern bei euch sozusagen aufgehangen ist und vielleicht dann auch den Übertrag, um wegzukommen von der Reform hin zur Trainingsphilosophie Deutschland, wie das da mit reinspielt. Gab es da irgendwelche Abstimmungen oder sind es jetzt halt über Überschneidungen, die zwangsläufig gekommen sind, die man so vorher nicht auf dem Plan hatte? Nein, also positiv formuliert, eigentlich ist es nichts Neues mit der Trainingsphilosophie Deutschlands. Die grundlegende Erkenntnis, dass ein spielorientiertes Training, also verstärkt in Spielformen und vielleicht weniger in Übungsformen, ein Ansatz wäre, der ist nicht neu und nicht erst seit 2 Jahren, sondern seit mindestens 20 Jahren, wenn nicht sogar länger. Dann die generelle Annahme, small-sided games. Also du lernst mehr, wenn du einfach häufiger in fußballrelevanten Aktionen bist und die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem 3 gegen 3, 2-2, 4-4 passiert, ist wesentlich höher als im 9-9 oder im 11-11. Auch dies ist keine Raketenwissenschaft und nichts Neues. Der große Unterschied ist, dass du jetzt natürlich populäre Gesichter hast, die das auch vertreten. Und Fußball ist leider manchmal so, dass es nicht inhaltsgetrieben ist, und die Überzeugungsarbeit, die du dann da leitest. Weil wenn es danach ginge, hätten wir
die Philosophie als solche nicht gebraucht. Es war ja niemandem verboten, gutes Fußballtraining anzubieten. Also die Möglichkeit, es vorher umzusetzen, war ja immer gegeben. Aber es ist leider eben so, das ist ein Unterschied, ob das ein Dame Dugancic vielleicht erzählt oder in dem Fall ein Sandro Wagner. Und da bin ich froh, dass es ein Sandro macht, weil da heißt es, der ist Ex-Nationalspieler, erfolgreicher Trainer auch gewesen, Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. So ganz verkehrt kann das nicht sein, was er sagt. Obwohl wir inhaltlich identisch sind. Deswegen Trainingsphilosophie Deutschland, leider nichts Neues, aber gut, dass es so kommt, weil am Ende geht es ja darum, wie schaffen wir es Trainern, Tipps an die Hand zu geben, Trainerinnen, damit sie ein gutes Jugendtraining anbieten können. Und bei der Frage, ob ein Tor einen Meter weiter links oder einen Meter weiter rechts steht, da kann man sich schön austauschen. Aber die Grundprinzipien schaffe es, dass jedes Kind mit Freude zum Training kommt, mit Freude vom Platz geht, dass es etwas lernt dabei, dass es Erfolgserlebnisse hat. Ich glaube, die ist ja unbestritten. Und ich bringe mal das Beispiel meiner Frau. Die spielt Klavier, ich nicht. Aber durchs Zuschauen in den letzten 20 Jahren hat sich mein Klavierspiel nicht verbessert. Also wenn ich besser werden will, muss ich mich selber hinsetzen und spielen. Und ähnliches ist es im Training und auch in der Wettkampfstruktur. Durchs Zuschauen auf der Bank sitzen und das Explodiertsein wird niemand besser. Und wenn ich anderen zuschaue beim Training, wie sie Tore schießen, macht es mir auch nur halb so viel Spaß. Und wenn du so willst, passt es auch ideal zur Reform des Kinderfußballs. Da bin ich auch froh, dass es so gekommen ist. Und jetzt hat man sozusagen definiert, wie kann das Spielen am Wochenende aussehen. Und mit der Trainingsphilosophie Deutschland sagst du auch, ja, was mache ich denn dann zwischen Montag und Freitag? Dann kannst du auch so super trainieren, weil da geht es Hand in Hand. Der erste Teil deiner Frage war ja, in wessen Hoheitsgebiet fällt es? Und tatsächlich ist es so, es fällt nicht per se in die Hoheitsgebiet des DFB. Trainerausbildung ist letztendlich föderal organisiert. Die Landesverbände sind im Bereich der C- und B-Lizenz dafür zuständig. Der DFB offiziell erst ab der B+. Kann gut sein, kann nicht so gut sein, darf sich jeder sein eigenes Bild davon machen. Aber ich glaube, wenn wir uns immer die Frage stellen, was ist gut für die Kinder, dann sollte nicht relevant sein, wer ist gerade dafür zuständig, sondern von Inhalt getrieben und bestenfalls sagen ja alle Ebenen, das ist sinnvoll. Und wenn ich schaue, was ihr macht, dann muss ich auch sagen, ist die Deckungsgleichheit ja unheimlich hoch. Und ihr sagt ja auch seit Sicherheit nichts anderes. Also ich habe jetzt sehr wenig 9 gegen 9 Trainingsformen bei euch gesehen. In 2 Wochen haben wir ein Großfeld-Videodreh, da ändert sich das radikal. Ja. Okay, nochmal einmal Rolle rückwärts zu den Maßnahmen, die Trainer, sind es dann Stützpunkttrainer, die in den Verein gehen, in den Bereichen, wo die Stützpunkte abgeschafft werden? Und dann ist es ein Coach-to-Coach-Ansatz oder sind es einfach mehr Fortbildungen, die denen da angeboten werden? Wie kann man sich das vorstellen? Also im Augenblick läuft es ja schon. Hannes Wolf und sein Team sind ja deutschlandweit unterwegs und bieten die Trainingsphilosophie Deutschland an. Dort vor allem ja auf Ebene der Leistungszentren und deren Kooperationsvereine. Die Landesverbände machen jetzt ganz viel mit dem DFB mobil, sind unterwegs, bieten die Trainingsphilosophie Deutschland in den Vereinen als Fortbildung. Unsere Koordinatoren machen dies ebenfalls als freiwilliges Angebot für Vereine, kommen gerne vorbei, bilden dort Fortbildungen an. Und auf Ebene der Stützpunkttrainer, da ist es so, da hoffen wir auf der einen Seite, dass natürlich montags ähnlich trainiert wird und indirekt über die Spieler, die es in die Vereine kommt. Logischerweise, wir trainieren nie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Jeder ist sehr gerne eingeladen, auch montags vorbeizuschauen und dort auch auf die Trainer zuzugehen und zu fragen, warum macht er denn das, was er tut? Oder umgekehrt, einen Trainer zu bitten, du, das fand ich ganz spannend, hättest du Lust, mal bei uns vorbeizukommen? Und bisher habe ich noch keinen Trainer erlebt, der gesagt hat, nein, will ich nicht. Also die Bereitschaft, Wissen zu teilen und auch gemeinsam in den Austausch zu gehen, ist unheimlich groß. Und es ist dann immer ein Geben und Nehmen. Wir bekommen sehr gerne die Spieler der Vereine, umgekehrt geben wir gerne natürlich Erfahrungswissen weiter und helfen dann in der Entwicklung. Okay. Um nochmal zurückzukommen zum Talentförderprogramm ganz generell. Jetzt ist ja dieses Jahr EM in Deutschland und das sehr emotionale Thema Nationalmannschaft und Talente in Deutschland ist nochmal ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, als es sowieso schon ist, wenn man schlecht spielt mit der Nationalmannschaft. Was ist denn da dein Eindruck momentan? Also
Auch mit deinen Einblicken ins Ausland. Wir berichten da ja auch immer extrem viel, was, also wir reden oft von Best Practice, weil wir halt sagen, okay, es hilft nicht zum 100. Mal zu sagen, das läuft schlecht in der Talentförderung oder in der Ausbildung von Talenten generell in Deutschland, sondern was machen den anderen besser und was kann man vielleicht übernehmen ohne großen Aufwand. Was ist denn dein Eindruck und auch deine Einschätzung, was die Ausbildung von Talenten in Deutschland, vielleicht auch über das DFB-Talentförderprogramm hinaus, also Stichwort Bundesliga, NLZ und auch generell. Was ist da dein Eindruck? Also sind wir da trotzdem weiterhin auf einem guten Weg in Deutschland und es hängt halt an anderen Faktoren, wie zum Beispiel fehlende Spielzeit auf Top-Niveau, die Durchlässigkeitsquote ist nicht hoch genug. Wie siehst du das denn? Wie so oft bei so einer komplexen Frage ist eine einfache Antwort unheimlich schwer möglich. Also sorry dafür, wenn es vielleicht ein bisschen ausführlicher wird, aber man muss unterschiedliche Teilbereiche tatsächlich anschauen. Und deswegen fange ich vielleicht mal von hinten an bei der Frage der Spielzeit. Und das ist so die Thematik des Übergangsbereichs. Also aus dem Jugendbereich in den Erwachsenenbereich, klassisch aus der U19 heraus. Und Stefan Kunz hat es mal so schön gesagt, die Währung eines jungen Spielers sind nicht Euro, sondern Spielminuten. Und die Frage ist, haben wir ein System, bei der es heute ermöglicht, Spieler Spielzeit zu geben? Muss man sagen, nur bedingt. Also nur knapp die Hälfte aller Leistungszentren hat auch noch eine zweite Mannschaft im Spielbetrieb. Das heißt, du müsstest heute in der Lage sein, bei vielen aus dem Jugendbereich, aus der U19, sofort im Männerbereich Fuß zu fassen. Und mit sofort meine ich tatsächlich sofort. Es ist am Ende in dem Bereich Profitum, es ist Business. Und dir fehlt die Zeit zu sagen, okay, ich mache das mal über 1, 2 Jahre und schaue, ob er dann Fuß fasst bei uns oder nicht. Und deswegen machen ja einige Vereine schon wieder einiges rückwirkend. Also Wiedereinführung der zweiten Mannschaften. Eintracht Frankfurt hat es gemacht. Leipzig denkt darüber nach. Jetzt zuletzt glaube ich auch Darmstadt, die ein anderes Modell fahren, sagen eine zweite Mannschaft, aber sie bestücken es dann eher mit U17, U19 Spieler, anstatt den 34-jährigen Ex-Internationalen dazu zu holen. Also sehen die es als Entwicklungsteam. Und das machen andere Nationen natürlich anders. Also da wird gern die Iberische Halbinsel, also Spanien und Portugal, herangezogen, die dort zweite, manchmal sogar eine dritte Mannschaft haben im Seniorenbereich, die dann auf dem Level spielen. Jetzt musst du ehrlicherweise sagen, du kannst die portugiesische zweite Liga nicht mit der zweiten Liga in Deutschland vergleichen, sondern vielleicht eher mit einer Regionalliga von der Qualität. Deswegen sind so 1-zu-1-Vergleiche immer schwer. Aber der grundlegende Ansatz, wie schaffen wir es, den Talenten, die wir haben, den Übergang in den Erwachsenenbereich zu vereinfachen? Also A, durch eine Veränderung der Wettkampfstruktur. B, ist es auf einer Einzelebene, was können die Vereine tatsächlich dann machen? Und das ist Thema der zweiten Mannschaft oder Entwicklungsmannschaften, glaube ich, wichtig. Und der zugrunde liegende Punkt hierbei ist, ich brauche Zeit dafür. Und es ist auch ein System, das sich beispielsweise wirtschaftlich trägt. Also wenn ich immer nur auf ein Jahr schaue, dann wird es problematisch sagen, okay, kann ich das refinanzieren, dieses Modell? Wenn ich das dann über 7, 8 Jahre schaue und sehe, dass jemand den Weg gegangen ist über eine zweite Mannschaft und dann nachher für 2 Millionen verkauft wird, habe ich alles plötzlich wieder refinanziert. Und ich muss mir auch bewusst sein, wir picken uns ja immer nur die Rosinen heraus. Dann sagen wir, es gibt einen Moukoko, der kann mit 16 schon Bundesliga spielen. Aber das ist nicht der Regelfall. Der Regelfall ist eher umgekehrt, dass du in der 1 bis 2 Jahre brauchst, um dich in die Intensität im Erwachsenenbereich, um daran anzupassen. Weil du spielst plötzlich nicht gegen Gleichaltrige, sondern gegen 10 Jahrgänge über dir auch noch, mit einem ganz anderen Erfahrungsschatz und du brauchst Adaptationszeit und die müssen wir gewährleisten. Also deswegen das ganze Thema Übergangsbereich elementar wichtig, wie dies organisiert werden kann in Fußball Deutschland. Der zweite Bereich ist das Thema Wettkampfstruktur. Dort gibt es zur neuen Saison Veränderungen, U17 und U19 Bereich, aus den Bundesligen hin jetzt zu Nachwuchsligen, mit der anderen Form von Auf- und Abstieg und Regionalität. Meines Erachtens auch der richtige Ansatz. Meines Erachtens auch noch nicht fertig gedacht. Im Sinne von, das müsste man weiterführen, weil wenn du dir heute eine U15 Regionalliga anschaust, ist jetzt auch nicht alles so dolle, was man da sieht, wie dann gespielt wird. Aber ich kann viele Trainer verstehen, weil dort sind es U15
Trainer, die hauptamtlich tätig sind. Und leider werden sie auch oft daran gemessen, ob es sportlich erfolgreich ist und nicht, wie viele Kids sie ausgebildet haben, die vielleicht im nächsten Jahr noch dabei sind und übernommen werden. Also die Frage der Erfolgsfaktoren oder woran messe ich gute Arbeit, da kann man sich noch viele Gedanken machen, wie das auch in einem Verein passieren kann. Und zu guter Letzt der ganze Bereich des Kinderfußballs, auch die Wettkampfstruktur. Eminent wichtig, jedem Spielzeit zu ermöglichen. Und dann haben wir ja sogar zwei Pole. Und da sind wir wieder am Anfang, Stadt-Land. Du hast Vereine in der Stadt, die haben einen Aufnahmestopp. Also sagen, hey, wir haben nicht die Kapazität, Kinder zu fördern. Und auf dem Land hast du aber Vereine, die sagen, ich melde eine Mannschaft ab, weil ich nicht genügend Spieler habe. Oder ich mache Spielgemeinschaften, die per se eigentlich Notgemeinschaften sind, damit wir spielfähig sind. Deswegen mit dieser Verkleinerung, auch wieder in dem Bereich Small-Sided Games, mache ich inhaltlich was Gutes. Aber ich schaffe es auch, großen Vereinen die Möglichkeit zu geben, hey, du kannst alle Kids mitnehmen am Wochenende zum Spielen, dann kommst du mit 20 und hast eben 6 Teams. Aber auch der Verein, der sagt, ich habe nur 4 Kids bei mir, sagen, hey, kein Problem, super, kannst du da trotzdem spielen am Wochenende. Also du deckst beide Pole ab, die es unweigerlich gibt. In dem jetzigen System, wie es bisher war, war weder die eine noch die andere Seite glücklich. Also viele Punkte, die aber erst gut werden, wenn alle zusammenkommen. Und so Einzelmaßnahmen immer nur ein kleiner Schritt nach vorne. Jetzt hast du gerade angesprochen, die Wettbewerbsformate und die Sinnigkeit von den kleinen Spielformen. Wenn du dich entscheiden müsstest, angenommen, du wärst Chef eines Talentförderprogramms oder sportlicher Leiter, und bei Sichtungen, egal ob das jetzt bei den Einstiegssichtungen ist, also bei den Talenttagen, oder ob das jetzt auch dann in Duisburg bei irgendwelchen größeren Sichtungen ist, wenn du dich für ein Spielformat entscheiden müsstest, dass da durchgängig gespielt werden sollte, um quasi Leistungen zu beurteilen und auch diese ganzen Rankings zu erstellen. Welches Zahlenverhältnis wäre das zum einen? Also wäre es klassisch 11-11 oder wäre es ein 3 gegen 3? Und welches Format drumherum? Also in irgendeinem Abstiegs-Aufstiegsformat oder in irgendeinem komplexeren Modell, wo jeder Sieg sozusagen individuell getrackt wird? Wenn du dir das wünschen könntest, wie würde das also, aussehen? Genau. Ich fange mal mit dem Positiven an. Interessant ist vielleicht zu wissen, wie diese Sichtungsturniere gespielt werden und diesen sogenannten Hammes-Modell. Kennt man vielleicht aus dem Schach. Da ist es so, dass es nicht eine Tabelle gibt im klassischen Sinne mit Vor- und Rückrunde und jeder spielt gegen jeden, sondern du spielst eigentlich jedes Mal gegen deinen Tabellennachbar. Also der Erste gegen den Zweiten, gegen den Dritten, den Vierten und je nachdem, ob du gewonnen hast beim nächsten Spiel und deine Platzierung, spielst du beim nächsten Mal wieder gegen den Tabellennachbarn. Soll heißen, du hast oder versuchst damit eine Nivellierung des Niveaus zu haben im Sinne von ein gleich starker Gegner. Ja, das ist wichtig, tatsächlich wichtig, weil ansonsten auch, und dann gibt es keinen Unterschied, ob jetzt dies auf DFB-Ebene passiert oder dann auf regionaler Ebene, sonst hättest du Spielergebnisse von 12 zu 0. Und dann siehst du aber auch nichts. Also das Prinzip mit Fordern und Fördern hast du auch bei der Frage, kann ich was sehen? Und dann muss es ein Niveau sein, das herausfordernd ist und einigermaßen pari-pari. Deswegen, Modell haben es, das ist gut. Und bei der Frage, welches Spielformat, kann ich dir nur eine Tendenz geben. Im Sinne von, ich würde gern kleinere Spielformate haben, nicht 11 gegen 11, weil im Augenblick ist es so, dass alle Landesverbände mit der gleichen Anzahl an Spielern kommen. Ja, also ob du jetzt Westfalen bist oder Saarland, du kommst mit 16 Spielern. Aber auch dieses Ausgangsniveau der Spieler ist unterschiedlich. Also vielleicht lässt du in Westfalen dann ein paar Spieler zu Hause, die trotzdem eine Perspektive hätten und aus anderen kleinen Landesverbänden sind Spieler dabei, bei denen du weißt, okay, es ist ein Sichtungsturnier für eine Nationalmannschaft, wahrscheinlich wird es nichts. Also da müsstest du schon differenziert oder differenzierter arbeiten. Und ich fände es total spannend, wenn es dann unterschiedliche Spielformate gibt. Also nicht ein durchgehendes, sondern vielleicht tatsächlich ein 3-3, ein 7-7, vielleicht auch mal ein 11-11, aber in Mixed Teams. Also auch gemischt. Also einmal A hätte ich eine Mitspieler, die ich kenne und B auch Mitspieler, die ich nicht kenne, weil bei der Leistungseinschätzung willst du ja sowas wie
Also sowas erkennen wie reagiert ein Spieler auf neue Reize? Wie schnell nimmt er etwas Neues auf? Wie schnell kann er sich darauf einstellen? Wie kann er dies verarbeiten? Und das erkenne ich dadurch, dass ich ihn teilweise in neue Situationen bringe. Durch kleine Spielformate hast du die Möglichkeit, dass sich das Spiel sehr schnell ändert. Also du hast dann eben nicht eine Zuteilung, du bist jetzt da rechts aus und läufst nur die Schiene hoch und runter, sondern in kleinen Formaten hast du ständig Angriff, Abwehr, bist vielleicht auch mal zentral, bist am Flügel. Also Dynamik als solche sehr groß. Und im anderen Fall mit gemischten Mannschaften ist es so, okay, ich muss erkennen, was hat denn mein Mitspieler vor, weil ich es aus seinem Anlaufen, aus seinem Freilaufverhalten vielleicht abschätzen muss. Wie kommuniziere ich miteinander und um. Und dann kriege ich zumindest ein ganzheitlicheres Bild bei der Frage, wie kann ich die Leistung eines Spielers einschätzen. Ich tue mich, manchmal tue ich mich schwer mit dem Talentmerkmal Anpassungsfähigkeit, zu sagen, okay, wie schnell kann der mit einer neuen Situation umgehen, weil es ja extrem viel auch damit zu tun hat, in was für einem Umfeld sich der Spieler gerade befindet, beziehungsweise auch in was für einem vielleicht auch sozialen Umfeld er also groß geworden ist, sich gerade bewegt, auch irgendwie seine psychische Verfassung gerade ist. Und nur zu sagen, naja, der Spieler, der halt am schnellsten klarkommt mit der Situation, ist derjenige, den ich am ehesten will, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es ja durchaus Spieler gibt, die brauchen einfach ihre Zeit und die brauchen auch diesen Sicherheitsgedanken, um ihr Potenzial zu entfalten. Genau, und jetzt kommen wir auf einen ganz spannenden Punkt, den du gesagt hast. Es genügt nicht nur, den Spieler einmal zu sehen in so einem Kontext und dann den Daumen zu heben, sagen, geht oder geht nicht, sondern ich muss die Spieler kennen mit ihrem tatsächlich auch biografischen Hintergrund. Also, so wie du sagst, wie ist denn so ein bisschen die Persönlichkeitsstruktur, in welchem Umfeld, wird er auch sportlich groß, aber auch familiär? Wie ist sein Trainingsalter im Sinne von, wie lange ist er denn überhaupt schon dabei? Und all diese Faktoren muss ich dann einfließen lassen. Und dann hieße dies auf dem konkreten Beispiel, den Spieler Damir, den lasse ich vielleicht auch in dem Mixteam spielen, aber nur 10 Minuten und den dafür aber lange in den bekannten Verhältnissen. Und den Spieler Joscha, den lasse ich dann vielleicht aber 2 Spiele in solchen Mixteams spielen. Also auch da wieder keine Gleichmacherei, sondern sehr wie individuell geschaut, dass ich. Es ist witzig, es wiederholt sich ja alles, was ich vorhin gemeint habe, mit maßgeschneidertes Programm für die Region, jetzt hier ein maßgeschneidertes Programm für den einzelnen Spieler. Ja, und es gibt so einen einfachen Satz in der Mannschaftsführung: Um alle gerecht zu behandeln, muss ich jeden unterschiedlich behandeln. Und genau der Punkt ist es. Also, ich muss ein Setting schaffen, das nicht alle gleich macht, sondern in dem ich eine gleiche Beurteilung ermögliche. Und das ist, indem ich die Rahmenbedingungen für die Einzelnen ändere. Ja, ist nicht ganz einfach, ist nicht tricky, ist total tricky, weil es viele Facetten gibt, die ich damit einfließen lassen muss. Aber meines Erachtens, du hast mich ja gefragt, wenn ich mir was wünschen dürfte. Ja, und noch ist nicht Weihnachten, ist ja noch eine Zeit hin. Aber in so einer Richtung würde ich mir das wünschen. Abschluss, letzte Frage, die ist tatsächlich relativ spontan bei mir aufgetaucht, weil ich sie heute weil ich heute einen LinkedIn-Beitrag dazu gesehen hatte. Und zwar, also ist jetzt komplett dem, was wir bisher besprochen haben, die sportmotorischen Tests beim DFB. Da gab es heute wieder, ich weiß nicht, von irgendeinem Stützpunkttrainer war es, glaube ich, ein Post. Kannst du mal nochmal erklären, was es mit denen auf sich hat? Und was die Erkenntnisse der letzten 22 Jahre sind, die irgendeine Relevanz eben für einen Trainer, sowohl beim DFB, aber vielleicht auch in der Breite oder auch in der Talentförderung generell hat. Weil ich kann mich erinnern, als ich noch Auswahl gespielt habe, gab es die auch schon. Gefühlt waren die auch, haben die sich nicht so viel verändert von dem, was ich jetzt gesehen hatte. Kannst du das mal nochmal in ein paar Sätzen ausführen? Soll ich mal deine Daten raussuchen? Ja, das kannst du tatsächlich mal machen. Das wäre mal was. Okay. Die knall ich dann unter meinen LinkedIn-Beitrag, wenn ich Musst jetzt du bin. wahrscheinlich musst du Olli und Thomas fragen. Ja, die sind immer Ja, noch da. Die gab es damals schon. genau. Also, eigentlich passt es, die ist gar nicht so aus dem Rahmen gerissen, weil die passt sehr gut zu dem Punkt vorher, nämlich im Sinne von ganzheitliches Bild eines Spielers. Und dann ist die Thematik der Sportmotorik. Und wer diese Tests, also vielleicht sage ich mal kurz, wie die Tests ablaufen. In der Vergangenheit haben wir die 2-mal im Jahr gemacht, mittlerweile nur noch 1-mal im Jahr. Und es waren dann Tests, die versuchen,
sportmotorische, technomotorische Fertigkeiten zu messen. Also das ist dann ein Linearsprint über 10 und 20 Meter. Es ist ein Dribbling-Parcours mit Ball, aber auch ein Gewandtheitslauf ohne Ball. Das ist ein Passtest, bei dem du die Ballannahme testest und Jongliertest. Und dann kannst du einen Score berechnen aus diesen Einzeltests. Und all die Erkenntnisse lauten, dass diese Tests plus, also diese objektiven Testdaten plus das subjektive Urteil des Trainers zusammen kombiniert die höchste Wahrscheinlichkeit haben, eine Aussage über die sportliche Entwicklung treffen zu können. Wichtig ist, bei der Testauswertung haben wir zwei Aspekte. Das eine ist die aktuelle Leistungsfähigkeit, das ist ein Punkt, aber wesentlich wichtiger für uns ist die Entwicklungsbetrachtung. Also wir schauen, wie war die Entwicklung zum letzten Mal, beziehungsweise zu den letzten Tests und gibt es da einen Aufwärtstrend, einen Abwärtstrend etc. Also, und wir wissen aus den Daten, es ist nicht so, wenn du im Test dann gut abschneidest, wirst du Profi, aber die Wahrscheinlichkeit, ist ein bisschen höher, in dem Fall vielleicht ein paar Jahre später dann auf ambitionierterem Niveau zu spielen. Also da steckt eine gewisse Aussagekraft dahinter. Und bei uns ist es wichtig, es soll das Trainerurteil unterstützen. Also A, manchmal ist es so, du glaubst, der Spieler ist schnell, ist aber vielleicht gar nicht, hat nur eine hohe Frequenz oder andere Aspekte. Ja? Und dann kannst du dein subjektives Urteil nochmal objektivieren. Und es ist niemals ein K.O.-Kriterium im Sinne von, da schneidest du schlecht ab, deswegen bist du nicht förderungswürdig, sondern eher so ein bisschen wie ein Hinweisgeber. An welchen Punkten kann man denn noch arbeiten und welche konkreten Tipps kann ich auch dem Spieler geben, um sich besser zu entwickeln? Also das steckt dann am Ende hinter diesen Tests. Und es ist nur ein kleiner Baustein. Und es ist mir wichtig, dies zu betonen, ein kleiner Baustein in der Beurteilung von, ja, den Fertigkeiten eines Spielers und mit Sicherheit kein K.O.-Kriterium. Ich glaube, die Zukunft wird anders sein. Die wird anders sein. Und wer heute schon ein bisschen KI sieht und die Entwicklung, also mein Wunsch, wenn du hast mich nicht nach Wünschen gefragt, aber wenn ich was wünschen dürfte, dann hätte es eher einen Ansatz, dass ich sage, okay, wir machen das nicht einmal im Jahr, sondern geben jedem Spieler die Möglichkeit, diese Tests selber durchzumachen, zu Hause, bei sich im Garten, nimmt sich auf mit dem Handy und kann sich dann vergleichen mit anderen, einfach nur um zu wissen, okay, wie sieht es aus, woran kann ich arbeiten und dann im besten Fall auch gute Tipps zu bekommen, wie kann ich das entwickeln. Und an einem Beispiel, der jetzt nichts mit den Tests zu tun hat, wir haben das Thema Jonglieren bei den Tests drin. Jetzt kann man sich darüber streiten, muss ein Spieler jonglieren können oder nicht und wie häufig und ist das gut. Also, es ist nicht verkehrt, wenn du ein bisschen die Kugel hochhalten kannst. Also, und wir merken, es hat einen unheimlich hohen Aufforderungscharakter, also etwas zu tun. Und beim Thema Jonglieren, das ist oftmals keine so große Talentfrage, sondern eher eine Fleißfrage. Also im Sinne von, wenn ich jeden Tag ein bisschen was mache, dann werde ich besser. Und dieses Selbsterfahren, ich muss nicht viel tun, aber immer stetig, kontinuierlich ein bisschen an mir arbeiten und dann merke ich, ich werde besser. Wenn du diesem Spieler vermitteln kannst, ist das ein sehr guter Weg. Und zwar nicht nur für den Fußball, sondern für alles andere auch. Also deswegen hat es nochmal einen anderen Effekt im Sinne von ja, motivierenden Aufforderungscharakter. Verstehe. Vielen Dank, Damir. Ich hoffe, unsere Folge hat etwas Klarheit gebracht, sowohl was die Reform angeht, als auch diverse Entwicklungen in und ums DFB-Talentförderprogramm. Vielen Dank. Bis zum vierten Mal irgendwann. Und Ja. gibt's von deiner Seite noch was, das du loswerden möchtest? Vielleicht nochmal abschließend. Also, ich finde die Sachen, die er macht, tatsächlich gut. Und zwar gut, weil mir ist es in der Regel nicht wichtig, welches Label draufsteht. Also, ob da jetzt DFB draufsteht oder dann Football oder was auch immer, wenn die Inhalte gut sind. Und wenn wir schauen, was wir so haben und ihr so habt, dann merkst du, dass einfach unheimlich viel Deckungsgleichheit ist. Und was positiv formuliert, ihr wart ja einer der ersten, die sich überhaupt der Thematik von Kinder- und Jugendfußball gewidmet haben. Und es freut mich, dass dem immer mehr
oder immer mehr Zuspruch findet, dass diese Thematik, glaube ich, wichtig ist. Und wenn wir alle dann ein bisschen daran arbeiten können, dass es besser wird, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Super. Damir, vielen lieben Dank. Und wenn du jetzt sagst, okay, dir gefällt die Folge, du hast die sehr, sehr gerne gehört und möchtest, dass noch mehr Leute diese Folge hören, dann kommentier doch gerne bei Apple Podcasts, bewertet uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder teilt uns euren Trainer, Kolleginnen und Kollegen mit, sodass möglichst viele Leute genauso begeistert sind von Advanced Football, wie das der Damir ist. Und aber ich nehme an, du bist natürlich auch begeistert vom DFB. Du hast es jetzt nur natürlich, vergessen zu natürlich. sagen. Ich bin Kind der ersten Stunde des DFB-Talentförderungsprogramms. Bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Sakko. Mir hat es viel Spaß gemacht. Bis dahin. Ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao.